Guten Abend. Guten Abend. Alarmierende Zahlen aus dem Bundesgesundheitsministerium. Immer mehr Deutsche werden aufgrund von Zwangsneurosen arbeitsunfähig. Sie sagen das so abfällig. Ich wette, ein großer, starker Mann wie Sie hatte noch nie psychische Probleme. Natürlich nicht. Gut, vor ein paar Jahren, da litt ich mal unter Verfolgungswahn. Ach was? Und wie genau hat sich das geäußert? Ich habe ständig meinen Namen gehört. In Bahnhofsdurchsagen, aus Steckdosen, sogar aus dem Kaffeeautomaten. Aber das ist Schnee von gestern. Naja, wer es Klaus wird selig. Da, was war das? Was? Nichts. Klaus Kleber. Da, schon wieder. Wer hat dir meinen Namen gesagt? Klaus. Haben Sie das nicht gehört? In einer Verlautbarung des Pentagon heißt es, dass sich Präsident Obama die Option massiver militärischer Vergeltungsschläge gegen Klaus Kleber offen halten werde. Da, schon wieder mein Name. Klaus, Sie sind überarbeitet. Niemand redet über Sie. Aber gut, ich nehme einfach eine andere Nachricht. Washington, medizinische Sensation im Klaus Kleber Memorial Krankenhaus. Erstmals ist es Chirurgen gelungen, das Geschlechtsteil von Klaus Kleber einer Patientin an die Stirn zu verpflanzen. Hören Sie auf damit. Womit? Sie reden über mich und meinen, naja, Sie wissen schon. Niemand redet über Sie und Ihren, na, Sie wissen schon. Da, da, sehen Sie, da steht mein Name, da. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Überall strahlen die aus den unterirdischen Menschenfabriken der UNO kommen. Machen Sie, dass das weggeht! Weg, 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 weg! Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Was haben Sie da? Was ist das für ein Koffer? Was für ein Koffer? Klaus Kleber! Berlin.